Salut, salut, bonjour, bonjour, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mischa Hofer und heute gibt es wieder mal Action. Mom, denkst du, wir überleben den Gleitschirm-Vlog? Viel Spaß, ja klar. Here we go. I'm not afraid. Yeah. Also wir versuchen echt die ganze Zeit auf Interlaken reinzufahren. Aber wir schaffen es nicht, weil alles gesperrt ist hier die ganze Zeit. Überall so Typen im orangen Shirt, die uns nicht reinlassen. Und langsam muss ich sagen, sehen wir es nicht mehr, wir kommen echt nicht zu unserem Hotel. Es ist durchs Haus Amateurlappen, Alter. Das sehe ich gar nicht. Und wir sind echt zu unserem Hotel, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen abgeholt werden, für unseren Flug zu machen. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Also, liebe Leute, wir sind auf dem Weg für zu unserem Absprungort. Hier wird dann der Gleitschirmflug stattfinden. Und ich muss sagen, langsam steigt so die Spannung. Ich muss sagen, ich bin nicht nervös, aber so ein wie es abläuft, so, bin ich schon recht gespannt. Wir sind momentan in so einem Bus drin und die Karre ist gerade abgewürgt worden. Souverän. Und ja, hier kommen jetzt noch mehr Leute, der Pilot wird noch eingeladen. Können Sie bitte aussteigen? So geht's to this one. Yeah. Now some of you might still be in that place. Ich bin kurz vor dem Take-off. Hier ist einer nach dem anderen am Abheben. Ihr seht sie gerade im Hintergrund voll runtersäckeln. Und dann plötzlich bist du in der Luft. Alle Jöschu! He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand. Druck auf Kopf. Boah. Boah. Mega chillig. Mega chillig, ja. Sehr geil gewesen, sehr geil. Mein Gring spüre ich aber immer noch ein bisschen, muss ich sagen. So leichter Druck von diesem Endlooping. Aber du hast nichts gegroffen. Nein, also mein Gring. Scheisse, mir geht's dir so. Meine hat auch forciert, weil ich sehr Freude hatte. Nein, er hat so lange gemacht, bis ich Stopp gesagt habe. So. Liebe Leute, das Bier ist eingekauft, das heisst, der oben kann beginnen. Der seriöse Teil ist jetzt durch von diesem Video. Grüß euch mal, willkommen im Hotel Krebs. Zuerst machen wir dir ein Willkommensgetränk über, ein Kopf ab, sehr wichtig, ein gutes Bier, damit ihr ein bisschen die Stimmung hier. Und dann würde ich natürlich gerne unsere wunderbaren Zimmer zeigen. Kommen wir mal rein. Ich muss sagen, es ist wirklich recht heftig. Also man sieht hier schon den Living Room, oder? Wo wir zwei Schläuche schlafen. Und wir haben sogar noch das Highlight, hier eine Minibar. Oder die Prioritäten sind gesetzt worden, das Bier ist aufgefüllt worden. Das heisst, der Abend kann beginnen. Ne? Das ist echt wirklich das Geilste. Wir haben beide unser Handy laden, kann man vergessen. Und nachher, der Josch ist so sehr sozial und denkt, ja, er braucht unbedingt, weil sein Handy so schwach ist, so einen schwachen Akku hat. Ich gehe frage an die Rezeption von einem Ladekabel und das Einzige, was sie einfach haben, ist ein iPhone-Ladekabel von mir. Und jetzt kann ich aufladen und er immer noch nicht. Ja. Und er hat nicht einmal etwas gemacht. Was? Läufst du? Mexicano, working like a Mexicano. Das ist die Trüffelsuppe, die gerade frisch eingegossen wurde und wo wir uns jetzt die zu Gemüte führen. Es ist doch ein bisschen reingeschossen. Und, schmeckt's? So braun gesehen halt. Krebs Hotel. Kann man weiterempfehlen, falls man den Gäbeschisser hat.
crushes, I'm so used to this. Bugging at the fair, I'm so used to this. I know I'm fine, I'm used to this. Shit. Used to be you. Schnell Cola abspülen. Dann geht's weiter. So sieht es aus einem amateurischen Shisha war. Wenn jemand alle halbe Jahre Shisha zieht. Das auch nicht sehr gesund ist, aber... Insta-Mischa.ch, schreib mal, wo man gute Shisha zieht im Bio-Bank. So, liebe Leute, wir sind wieder unterwegs am Wandern. Es geht wieder mal ziemlich hoch auf. Wie ist es momentan? Jeans hat doch irgendwann immer noch einen richtig nice See. Wir haben unseren See erreicht, den wir gesucht haben. Mexicano, I'm working like a Mexicano. New persona, I'm moving on from Ferragamo. Get the llama, I party with the real Madonna. Beat the odds, do numbers and remain humble. Tap, tap, punches, I'm so used to this. Bugging at the pay, I'm so used to this. I know where I'm from, but I got used to this. Mansion in the hills, I got used to this. Wait. Ist hier die Frage, ob man reingeht oder nicht? Badhose? Sind wir hierher gekommen? Das ist ja, aber ja, man kann es probieren. Probieren kann man es immer. Ja. Wisst ihr, wie warm es ist? Nein. Wir auch nicht. Wir finden es noch raus heute. Ja, so kalt. Ja, nur ganz wenig kalt. Nur ganz wenig kalt. Okay, viel Spaß gewesen. Danke. Jetzt zuerst mal schauen, ob die Hals überall mal verliert, bevor man ganz kurz reingeht. Okay. Fazit. Es ist schon kalt. Es ist sehr kalt sogar. Aber es ist halt auch ein See auf 2000 Meter, oder? Ihr Walkout. Ist out. Das ist ready. Ready. Das ist aber ready, hä? Ja, das ist jetzt frisch. Ganz ehrlich. Breakdown, come on. Ja, aber schau dir mal die Aussicht an. Das ist Schockkiller im Fall. Das ist Schockkiller. Oh. Oh. Alter. Schnell Statement. Es ist arschkalt, Mann. Und das kann ich jetzt sagen. Viel Spaß für mich. Also. Meine Damen und Herren, ihr wisst das Ziel bis Ende Jahr. 1000 Abonnenten. Also hittet mal den Subscribe-Button. Da gibt es mehr so Content. Machen wir zum Abschluss noch schnell einen Live-Taste. Ihr seht hier, Querschnitt, oder? Und jetzt. Used to this. Mansion in the hills, I got used to this.